Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Alexandra Föderl-Schmidt. Ich bin die Chefredakteurin und Co-Herausgeberin des Standard. Ich begrüße Sie herzlich zur dritten Veranstaltung im Rahmen der Reihe Europa im Diskurs. Diesmal geht es um das Thema Populismus, ein Thema, wie man auch sieht, das großes Interesse hervorruft, was sicherlich aber auch an den Teilnehmern der Debatte liegt. Ich freue mich, dass es alle auch rechtzeitig geschafft haben. Wir wollen heute diskutieren über das Thema, ob wir im Zeitalter des Populismus leben. In vielen europäischen Staaten, aber auch weltweit, so scheint es, ist der Populismus auf dem Vormarsch. In Lateinamerika, aber auch in Osteuropa sind Populisten in der Regierung vertreten. In den USA wurde Donald Trump als Präsident gewählt. In diesem Jahr gibt es noch Wahlen, zumindest in Deutschland und Frankreich. Auch dort treten rechte, rechtspopulistische Parteien an und ihr Abschneiden wird mit großem Interesse nicht nur in diesen Staaten verfolgt. Aber das Thema Populismus wirft auch grundsätzliche Fragen auf. Für unsere liberale Demokratie, für die Gesellschaften, was heißt das für uns als Menschen, als Bürger, als Staatsbürger? Wie soll man eigentlich mit Populisten umgehen und ab wann sind auch Politiker Populisten? Spannende Themen für eine 90-minütige Debatte, die hoffentlich auch davon lebt, dass Wissenschaftler hier auf der Bühne sind, aber auch Praktiker, sozusagen Politiker. Ich möchte Ihnen jetzt kurz die Teilnehmer vorstellen und beginne mit Karin Priester. Sie ist 1941 geboren, sie studierte Romanistik, Geschichte und Politikwissenschaften in Köln, Aix-en-Provence, Berlin. Und sie hatte eine Professur inne in Münster für politische Soziologie. Sie hat sich in den vergangenen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Populismus, linker, rechter Populismus, aber auch mit den Wurzeln und der Historie beschäftigt. Schön, dass Sie da sind. Danke. In letzter Minute geschafft hat es buchstäblich Heinz Bude. Er ist eben erst gelandet. Er ist 1954 geboren. Er studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie in Tübingen und Berlin. Dort lehrte er unter anderem auch, aber auch an der Viadrina in Frankfurt-Oder. Und ab dem Jahr 2000 hat er einen Lehrstuhl inne für Makrosoziologie in Kassel. Und er ist als einer der bekanntesten deutschen Soziologen auch immer im politischen Diskurs tätig und trägt auch mit vielen Studien und Beiträgen zu dem Thema Spaltung, Angst in der Gesellschaft, so auch der Titel eines Buches von ihm, zum Thema bei. Und wir freuen uns, dass Sie es doch noch rechtzeitig auch zum Beginn der Debatte geschafft haben. Jan Werner Möller, 1970 geboren. Er studierte Politikwissenschaften in Berlin, London, Oxford, Princeton. Dort lehrt er auch seit 2005 politische Theorie und Ideengeschichte. Derzeit ist er Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen, unserem Projektpartner. Und er hat eine Vorlesungsreihe gestaltet zum Thema Populismus. Daraus ist auch ein Buch geworden, das jetzt derzeit sehr in den Medien präsent ist. Was ist Populismus? Passend zum Thema heute. Herzlich willkommen. Danke. Roger Köppel, zu meiner Rechten. Er ist 1965 geboren. Er studierte politische Philosophie und Wirtschaftsgeschichte in Zürich und in Stuttgart. Er arbeitete als Journalist unter anderem bei der NZZ, beim Tagesanzeiger. Zwischen 2004 und 2006 war er auch Chefredakteur der deutschen Zeitung Die Welt. Jetzt ist er Verleger und Chefredakteur der Zeitschrift des Magazins Weltwoche. Und 2015 erfolgte sein Einstieg in die praktische Politik. Er kandidierte für die Schweizer Volkspartei und ist Abgeordneter.
neben seiner publizistischen Tätigkeit. Er war schon einmal zu Gast. Christian Kern, 1966 geboren, er studierte Kommunikationswissenschaften in Wien. Er arbeitete kurz als Journalist beim Magazin Option. Mir bis dahin nicht bekannt, gibt es glaube ich nicht mehr. Zu Unrecht. Er tickt dann in die Politik ein. Und zwar ja, indirekt als Assistent und Pressesprecher von Peter Kostelka. Dann erfolgte der Wechsel in die Wirtschaft. Er hatte verschiedene Tätigkeiten beim Verbund inne, war auch im Vorstand ab 2010 Vorstandsvorsitzender der ÖBB und seit 17. Mai des Vorjahres Bundeskanzler. Ein Monat später wurde er auch Bundesparteivorsitzender der SPÖ. Schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne mit einer Begriffsklärung beginnen, und zwar mit der Frage, die einfach klingt, aber vermutlich schwieriger zu beantworten ist: Was ist eigentlich Populismus? Frau Priester, Sie haben sich, wie eingangs erwähnt, sehr stark auch mit der Historie beschäftigt und auch einmal festgestellt, der Populismus wurzle in der Französischen Revolution. Wie ist Ihre Begriffsklärung? Als ich begann, mich mit Populismus zu beschäftigen, galt Populismus gar nicht als europäisches Phänomen, sondern als ein außereuropäisches Phänomen, was eigentlich nur in Südamerika oder in asiatischen Ländern vorkommt. Und man hat das dann erklärt, das sind Bewegungen, die in Ländern auftreten mit einer sehr stark abgehobenen, immens reichen Oligarchie oben, also Landbesitzer vor allem, und einer Masse von armen, Nichtsbesitzenden oder wie man in Argentinien unter Perón sagte, Hemdlosen, den Descamisados. Und man hat gesagt, in Europa kann das gar nicht auftreten, denn erstens sind wir industriell längst weiterentwickelt und modernisiert. Zweitens haben wir hier starke Arbeiterbewegungen, die, also sozialdemokratisch oder kommunistisch, die Interessen der unterprivilegierten oder ärmeren Bevölkerungsschichten ja vertreten. In Europa spricht man eigentlich erst seit den 70er Jahren von populistischen Bewegungen. Das ist die erste größere Welle. Also es gab eine kleine nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, die war aber sehr schnell verebbt. 70er Jahre wurde dann der Front National gegründet und andere Parteien, die als populistisch gelten. Der eigentliche Aufschwung des Begriffs kam aber erst nach 1989, also nach dem Mauerfall, nach dem Ende der Systemauseinandersetzung zwischen Ost und West, weil jetzt plötzlich der Gegner wegfiel. Wer ist denn jetzt der Gegner des Westens? Sie erinnern sich an einen amerikanischen Autor, Fukuyama, der gesagt hat, das Ende der Geschichte ist jetzt erreicht. Die Freiheit ist jetzt sozusagen weltweit, steht ihr kein Hindernis mehr entgegen. Und das hat sich ja bekanntlich als Trugschluss erwiesen. Seit den 70er Jahren, also Protestbewegungen unterschiedlicher Qualität, unterschiedlicher Größe, teilweise waren sie auch sehr schnell wieder weg und haben nichts bewirkt, wenn sie sogenannte Ein-Punkt-Bewegung waren, wenn sie also beispielsweise nur gegen die EU eingetreten sind oder gegen die Einführung des Euro oder Ähnliches. Lassen Sie mich diesen Punkt kurz abschließen mit dem Versuch einer Definition. Ich bin immer sehr zögerlich, Populismus zu definieren, weil es ein extrem flexibles, extrem chamäleonartiges Phänomen ist, was man eigentlich nur von Land zu Land definieren kann. Es gibt aber einen roten Faden, ganz zweifellos, nämlich die Polarisierung zwischen wir und den anderen. Wer wir sind,
ist relativ klar, es ist das Volk, und zwar sind es mittlere und untere soziale Schichten. Populismus würde ich also erstmal abschließend definieren als Protestbewegung von Menschen, die sich von der Politik ausgeschlossen fühlen, weil sich, so ihre These, die vorherrschenden Parteien zu einem Kartell zusammengeschlossen hätten. Okay, also es geht um die Ausgeschlossenen, sagen Sie. Herr Müller, wie sieht Ihre Definition von Populismus aus? In einem Standard-Interview haben Sie gesagt, Populismus ist der Schatten der Demokratie, er ist ein spezifisch modernes Phänomen. Wenn die Redenschreiber von Donald Trump die Ambition gehabt hätten, einen Beitrag zu leisten zu einem Lehrbuch über Populismus, muss man sagen, Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Rede zur Amtseinführung, jener denkwürdige Tag im Januar, als Trump sagte, heute ist die Macht an das Volk zurückgegeben worden. Mit anderen Worten, wenn Trump regiert, regiert das Volk. Was interessanterweise übrigens genau auch ein Slogan war von Hugo Chavez in Venezuela. Was ich damit sagen will, anders als häufig dargestellt, ist nicht jeder, der Eliten kritisiert oder protestiert, deswegen automatisch gleich Populist. Populisten sind meiner Ansicht nach diejenigen, die sagen, wir und nur wir repräsentieren das, was Populisten häufig als das wahre Volk oder auch typischerweise als die schweigende Mehrheit bezeichnen. Das mag auf den ersten Blick gar nicht so gefährlich klingen. Das ist nicht automatisch gleich Rassismus oder Chauvinismus oder Anti-EU oder irgend sowas. Nur es hat nichtsdestotrotz zwei für die Demokratie aus meiner Sicht schädliche Konsequenzen. Erstens sagen Populisten dann auch immer gleich, alle anderen Mitwettbewerber um die Macht sind grundsätzlich illegitim. Das ist nicht nur ein Streit in der Sache, der ja in der Demokratie völlig normal und auch für die Demokratie in gewisser Weise gesund ist. Nein, die Populisten moralisieren und personalisieren immer gleich. Denken Sie an all die Dinge, die Donald Trump über seine Kontrahentin im Wahlkampf gesagt hat. Das war extrem, aber es war für Populisten keine Ausnahme. Die anderen sind korrupt, die anderen arbeiten nicht fürs Volk, sondern für multinationale Unternehmen oder die EU oder was auch immer. Zweite Konsequenz, vielleicht weniger offensichtlich, all diejenigen unter den Bürgern selber, im Volke selber, wenn Sie so wollen, die die letztendlich symbolische Konstruktion des vermeintlich wahren Volkes durch die Populisten nicht teilen und deswegen logischerweise die Populisten auch politisch nicht unterstützen, bei all denen stellen Populisten dann mehr oder weniger subtil die Frage, ob die eigentlich wirklich zum Volke dazugehören. Ein Beispiel, um das vielleicht noch deutlicher zu machen. Denken Sie zurück an die Triumphrede von Nigel Farage noch während der Nacht des Brexit, als er sagte, das sei ein Victory for real people gewesen. Das impliziert ja nichts anderes, als dass die 48%, die in der Europäischen Union bleiben wollten, naja, vielleicht irgendwie nicht ganz real sind, vielleicht nicht wirklich dazugehören. Lange Rede, kurzer Sinn. Beim Populismus geht es meiner Ansicht nach nicht so sehr um das Anti-Elitäre. Jeder demokratische Bürger darf Eliten kritisieren, da ist überhaupt nichts Anrüchiges dran. Das Entscheidende ist der Antipluralismus der Populisten. Also antipluralistisch, antidemokratisch. Herr Bude, wie sieht die Definition des Begriffs Populismus aus Sicht eines Soziologen aus? Na, ich mache mal so, ich mache mal einen Unterschied zwischen populärer Politik und populistischer Politik. Ich glaube, jede Politik will, wenn sie Mehrheiten gewinnen will, muss populär sein. Populär heißt Zuspitzung, populär heißt auch eine Wir-Ihr-Konfrontation einzuführen. Das ist völlig normal. Sie müssen die Dinge auf den Punkt bringen, sie müssen ein bisschen simplizistisch sein. Das ist für Demokratien unseres Typs normal und ich bin da auch nicht weiter drüber irritiert. Wann wird die Sache populistisch? Und ich glaube, es gibt einen Punkt, der ist sehr, sehr merkwürdig. Das ist der Punkt des Ressentiments. Sie haben es im Grunde schon angedeutet, Herr Müller. Also, was ist eigentlich, warum sind die immer so wahnsinnig, wie soll ich sagen, so wahnsinnig selbstvergiftet, diese Populisten? Also, sie sind so, sie kennen sich aus so, fast so einer Art psychologischer Physiognomie, man kann die irgendwie erkennen, die sind immer so aufgeregt und so
so verbittert und irgendwie man denkt, was haben die eigentlich? Und das steckt in dem interessanterweise in dem Begriff des Ressentiments drin. Es ist eine Reinszenierung einer affektiven Grundkonstellation. Nämlich der Grundkonstellation des Gekränktseins, der Grundkonstellation der Herabsetzung und der Grundkonstellation der Minderschätzung. Das Verrückte ist, dass der ressentimentbesetzte Populist diese Situation immer wieder evoziert und die Leute sie auch immer wieder erleben wollen. Sie wollen immer wieder erleben, jawohl, ich werde herabgesetzt, jawohl, ich fühle mich gekränkt. Und diese Kränkung muss einen Ausdruck gewinnen. Und ich habe viele Gespräche mit Leuten geführt, die von außen mit populistischen Strukturen in Verbindung gebracht werden und haben mich immer gewundert, dieses Bestehen auf der Kränkung. Also fast die Unfähigkeit zu sagen, können wir denn jetzt nicht mal neu anfangen? Können wir denn jetzt mal überlegen, wie wir die Dinge anders machen wollen? Nein, erst müssen wir über die Kränkung reden. Und das ist der Punkt der vergessenen Männer und Frauen, die bei mir eine Stimme haben. Das ist die Formel von Donald Trump. Die vergessenen Männer und Frauen, das heißt, ich kenne eure Kränkung. Und ihr wisst, die Stimme bei mir zu haben heißt, ich weiß über eure Kränkung. Und die anderen wissen es nicht. Letzter Punkt, die ungeheure narzisstische Begabung von Donald Trump besteht darin, diese Gekränktheit zu riechen. Und Sie müssen sozusagen als populistischer Politiker müssen Sie diese Fähigkeit haben, diese narzisstische Empathie für Gekränktheit und Herabsetzung. Da können Sie sehr viel mit erreichen. Faktisch ist es so, es werden auch viele Menschen gekränkt, es werden auch viele Menschen herabgesetzt und viele Menschen haben Grund, auch in unserer Gesellschaft den Eindruck zu haben, dass ihre Lebensleistung, ihre Vorstellung, wie die Welt zu sein hat, minder geschätzt wird. Eine gute Vorlage für Roger Köppel. Ja. Sie gehören ja der SVP an, die auch als rechtspopulistisch gilt. Riechen Sie förmlich die Kränkung der Menschen? Ja, Frau Föder-Schmidt, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich hier im Burgtheater sein darf. Und ich muss gerade zugeben, Herr Professor Bude, auch ich bin absolut aufgeregt im Momentan. Es liegt aber nicht daran, dass ich ein Populist bin, sondern das liegt daran, ich saß vor 2 Tagen genau hier in der ersten Reihe und wo ich jetzt war, da war unter anderem Klaus-Maria Brandauer in dieser großartigen Inszenierung als King Lear. Und das muss ich jetzt zuerst einmal mental verarbeiten, dass ich hier oben bin. Also wenn ich da etwas gehemmt oder aufgeregt auftrete, bitte interpretieren Sie das nicht psychologisch gerade so. Gut, also ich will versuchen, etwas Praktisches zu diesen, eine praktische Erfahrung eigentlich zu diesen Definitionen hinzuzufügen. Ich bin Schweizer, ich lebe in einer direkten Demokratie, die auch immer mal wieder als populistisch bezeichnet wird, vor allem dann, wenn die Schweizerinnen und Schweizer so abstimmen, wie es gewisse Leute als nicht statthaft oder unanständig oder wie auch immer nicht korrekt empfinden. Jetzt, wenn Sie in einer direkten Demokratie aufwachsen, dann wird Ihnen sozusagen von Kindesbeinen an, nicht eindoziert, aber Sie erleben das einfach, Sie wachsen mit dem auf, die Leute, die Bürgerinnen und Bürger bestimmen. Sie haben am Schluss das Heft in der Hand, nicht die Politiker, nicht die Köppels, nicht die Blochers, nicht die wer auch immer, nicht die Politiker, sondern die Leute, die Bürgerinnen und Bürger bestimmen. Und was folgt daraus? Daraus folgt, dass Sie die Leute, die Bürgerinnen und Bürger, ernst nehmen müssen. Sie müssen sie ernst nehmen in ihren Anliegen, in ihren Meinungen, in ihren Vorurteilen, zum Teil auch in ihren absurden Vorstellungen. Wenn jetzt zum Beispiel
eine gewisse Zahl, ich rede jetzt nicht von einem oder zwei oder ein paar Verirrten oder so etwas, sondern wenn wirklich jetzt einmal eine größere Zahl von Leuten der Meinung ist, ja, aber hallo, wir haben ein Problem mit unserer Asylpolitik, da ist irgendwie eine Unordnung, wir möchten da strengere Kontrollen, was auch immer. Oder, ja nein, wir wollen nicht diese Personenfreizügigkeit mit der EU, wir sind dagegen, wir hatten sogar eine Volksabstimmung darüber. Oder sogar noch provokativer, die Leute sagen, also nein, wir wollen jetzt bei der Schweiz, diesem Nationalstaat bleiben. Wir wollen nicht Mitglied des supranationalstaatlichen Gebildes Europäische Union werden. Ja, jetzt können Sie natürlich schon sagen, ja, ihr seid alles Hinterwäldler, ihr habt es nicht begriffen, ihr habt Ressentiments, ihr seid irgendwie psychologisch fehldisponiert, fühlt euch gekränkt, ihr seid vielleicht Nationalisten oder heimliche Ausländerhasser, Closet Racists und wie diese Begriffe alle heißen oder eben der neueste Modebegriff ist, ja, ihr seid einfach Populisten, ihr seid da auf dem falschen Weg. Das können Sie schon machen. Aber ich sage Ihnen jetzt aus meiner Erfahrung als Schweizer und auch jetzt als Neopolitiker, das bringt nichts. Damit werden Sie diese Leute nicht überzeugen. Die denken dann vielleicht, ja, das ist wieder so ein arroganter Typ da, der mich da von oben herab da mich beleidigt. Jetzt stimme ich erst recht in die Richtung ab. Das heißt, jetzt sehen Sie, Sie müssen sich auseinandersetzen mit den Leuten. Sie müssen sie widerlegen. Da kann ja einer falsch liegen. Ja, da müssen Sie ihn widerlegen. Müssen Sie nicht sagen, du bist ein Populist. Da liegst du einfach falsch. Aus diesen und diesen Gründen. Und jetzt sehen Sie, wo ich das Problem habe mit diesem Populismusbegriff. Wenn die Leute heute mit dieser Populismusgeschichte kommen, dann ist das einfach heute eine Art Kampfbegriff, mit dem die herrschenden Kreise, Eliten, wie sie das immer nennen wollen, in der Politik, in den Medien, in der Wissenschaft, überall, wenn die einfach Kampfbegriff gegen die anderen, Kampfbegriff gegen die Opposition, Kampfbegriff gegen die, die eine Meinung bringen, die ihnen nicht passt oder die sie in einem Stil bringen, die ihnen nicht passt. Und jetzt sage ich einfach, da bringt das nichts. Man muss mit den Leuten sprechen. Ich bin für die Diskussion, auch mit den sogenannten Populisten. Man muss sie widerlegen, man muss sie nicht mit dieser Alarmetikette versehen. Man muss mit ihnen sprechen. Und wenn man es nicht macht, wenn man es macht wie Frau Merkel, vorletzter Punkt. Wenn man es macht wie Frau Merkel, die sagt, mit der AfD in Deutschland spreche ich nicht, ja, dann werten Sie das noch auf. Da müssen Sie nicht wundern, da denken vielleicht die Leute, da muss aber schon noch etwas dran sein bei dieser AfD, wenn die Kanzlerin so Angst hat, dass sie mit denen nicht mal redet. Die Fragestellung ist, leben wir im Zeitalter des Populismus? Und ich stelle fest, erfreulich, dass die Bereitschaft, mit den sogenannten Populisten zu sprechen, zunimmt. Die Ausgrenzung mit diesen Kampfbegriffen funktioniert immer weniger. Man redet mit ihnen und es gibt vernünftige Anliegen, die von unsympathischen Menschen vertreten werden. Und als Politiker sage ich immer, ja, wenn das Anliegen vernünftig ist, dann musst du es doch übernehmen. Nimm es von diesem zwielichtigen Typen oder von dieser fragwürdigen Charaktergestalt weg, wenn das dahinterliegende Anliegen vernünftig ist. Und wenn es nicht vernünftig ist, ist es auch nicht so schwer zu widerlegen. Also, redet mit den Leuten. Herr Kern, ist Populismus ein Kampfbegriff, wie Herr Köppel gerade gesagt hat? Aus vielerlei Hinsicht gibt es interessante Anknüpfungspunkte und dann vielleicht auch das, was uns beide verbindet und was auch trennt, sehr schön herausgearbeitet. Weil Sie erinnern sich, ich habe im vorigen Herbst, nachdem die SPÖ 30 Jahre lang gesagt hat, wir ignorieren dieses Phänomen FPÖ im Sinne von, dass wir uns nicht mit denen in eine öffentliche Diskussion setzen, nicht inhaltlich, da gab es immer Debatten, aber wir suchen diese direkte Konfrontation nicht und wir wollen dort nicht anstreifen. Und ich glaube, dass Sie da völlig richtig haben, weil man ist relativ leicht in der Lage zu zeigen, wie hohl eigentlich dieses ganze Konstrukt ist und wie wenig das auf ernsthaften und seriösen Debatten beruht. Aber zwei Punkte sind es, die ich für ganz entscheidend halte und möchte an das anknüpfen, was der Herr Bude gesagt hat. Das eine ist das Ressentiment.
weil ich denke, das bestimmt diesen Diskurs ganz vehement. Und ich glaube, an der Stelle muss man auch unterscheiden zwischen der wissenschaftlichen Definition von Populismus und der politisch-praktischen, wenn man so will. Und dieses Ressentiment ist das, was nach meinem Empfinden diese Auseinandersetzung so auszeichnet. Und die beste Populismus-Definition oder sagen wir es mal anders, eigentlich sollten wir nicht über Populismus reden, sondern wir sollten sagen, das sind Rechtsdemagogen, die dieses Ressentiment nennen, weil das ist die uralte, harte Rechte. Also ich sehe da keine moderne Entwicklung, sondern dieses Phänomen dieser Ausgrenzung, dieses Gegeneinander, dieses jemand anderen runtermachen, das hat immer schon, wenn man so will, rechte Ideologien ausgezeichnet. Aber die beste Definition stammt meiner Meinung nach von der Frau Gertrude. Sie erinnern sich vielleicht an das Video im Bundespräsidentschaftswahlkampf. Ich glaube, das muss man zumindest für die deutschen Gäste noch mal kurz erklären. Ich sage dazu, eine 89-jährige Auschwitz-Überlebende, als einzige in der Familie hat sie überlebt. Und die hat dann gesagt, die hat das Beleidigen, das Schlechtmachen, das Runtermachen, keine Achtung vor dem anderen und keinen Respekt vor dem anderen zu haben, das haben wir alles schon mal erlebt. Und die hat gesagt, es geht hier darum, dass man das Schlechteste aus den Menschen herausholt, das Niedrigste und nicht das Anständige. Und ich finde, das betrifft es in einer sehr, sehr perfekten Form, worüber wir hier reden. Und deshalb ist Populismus schon fast eine verniedlichende Form dieses Diskurses. Und man sollte, glaube ich, das benennen, was es ist, nämlich ein demagogischer Diskurs, der in der Ausgrenzung, im Gegeneinander, im Feindbilder produzieren, schlussendlich besteht. Und da gibt es... Dann gibt es noch einen Punkt, wo ich bei dem Herrn Bude anschließen möchte, irgendwie die Kränkung, und müssen wir doch über die Kränkung reden, und ich bin so gekränkt. Ich habe noch nie wehleidigere Menschen getroffen als diese ganze rechte, populistisch-rechtsdemagogische Gruppe. Das ist sagenhaft, die haben alle ein unfassbares Glaskinn. Also wenn du mit denen mal ernsthaft diskutierst, dann wird das sofort in die Halte-den-Dieb-Variante umgemünzt und dann heißt es ja, aber ihr habt uns doch beleidigt und ihr habt uns doch Vorhaltungen gemacht. Und so versucht man sich diesem Diskurs zu entziehen. Und dann gibt es noch einen Punkt, und das ist das, was mich möglicherweise vom Herrn Köppel trennt. Also ich meine, dass Sie eine Methode recht haben, der Auseinandersetzung. Aber ich fand schon eines bezeichnend. Wir reden permanent über Migration, über Flüchtlinge und Identität und kulturelle Irritationen. Und wenn man sich diesen Dialog sozusagen in Österreich anschaut, dann gibt es bei uns eine Gruppe, ich würde jetzt nicht zurückschrecken, die Freiheitlichen da in diese Kategorie einzureihen, die sagen, ja, hätten wir keine Ausländer, hätten wir keine Flüchtlinge, wäre alles gut. Und da gibt es die konservativen Rechten, die jetzt den Diskurs führen, keine Ausländer, keine Flüchtlinge, und wenn wir den Sozialstaat noch abbauen, dann wird es überhaupt ganz großartig werden. Und was wir erleben ist aber, dass das ja in Wahrheit ein ernst zu nehmen ist, also da gebe ich Ihnen recht, weil das ist da, das kann man nicht ignorieren, damit muss man sich auseinandersetzen, aber die Wahrheit ist doch, wenn wir diese Diskurse führen, es wird nicht einer, der heute arbeitslos ist, einen Arbeitsplatz dadurch bekommen. Es wird nicht einer, der sich seine Wohnung nicht leisten kann, eine Familie, die sich ihre Wohnung nicht leisten kann, dadurch ein leichteres Leben haben. Wir werden letztendlich nicht einer Supermarktkassiererin auch nur einen einzigen Euro bessere Bezahlung bringen. Aber wir ziehen permanent die ganze politische Diskussion immer wieder auf dieses eine Feld. Und ich fand ganz interessant den Standard-Kommentar, den in der aktuellen Ausgabe da aufgelegt war, wo es um die Frage gegangen ist, ob neben den Grünen sozusagen da jetzt noch Platz ist, weil die SPÖ nach rechts gerückt ist. Und ich fand das deshalb so nachdenklich machend und interessant, weil auch das wieder eine Analyse war von einem Journalisten, den ich sehr schätze, der auch wieder das gesamte politische Spektrum auf Migration zurückführt. Und meine feste Überzeugung ist, wir haben so viele Probleme, so viele Chancen, so viele Möglichkeiten, dass wir Politik endlich aus dieser Ecke wegbringen sollten, weil das verstellt uns die Sicht auf die wahren Probleme. Und wenn jemand, der jetzt Rechtspopulist ist, und Rechtsdemagog ist, uns einreden will, aber das ist die Stimme des Volkes. Also ganz ehrlich, ich halte das partiell zumindest für echte Wahnvorstellungen. Herr Bude, Sie wurden jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Von Ihnen stammt auch das Zitat, dass Politiker Angst haben vor der Angst der Leute. Und Sie sagen aber gleichzeitig, Angst ist der Kitt der Gesellschaft. Das klingt eigentlich wie ein Widerspruch. Ja, aber ich glaube, um das Phänomen zu situieren, mit dem wir heute zu tun haben, muss man sich schon klar machen, dass wir
seit 20 Jahren weltweit wir uns in einer Periode des Misstrauens befinden. Und Misstrauen ist eine außerordentlich sozialisierende Kraft für politische Bewegungen geworden. Denken Sie an die Tea Party-Bewegung, denken Sie an die Piraten in der Bundesrepublik. Das sind alles Bewegungen des Misstrauens gewesen. Und Misstrauen bringt die Leute zusammen. Und Misstrauen ist ein riesiges Thema in allen westlichen Gesellschaften. Und hinter diesem emotionalen Label steckt eine Gegenwartsdiagnose, die, glaube ich, viele Leute teilen, die man von außen als Populisten bezeichnen könnte, nämlich, dass wir am Ende einer Periode uns befinden, die uns nichts Gutes gebracht hat. Und nennen wir mal diese Periode Neoliberalismus. Und zwar deshalb, weil diese Periode ein Modell einer guten Gesellschaft gehabt hat, an die heute immer weniger Leute glauben. Und diese alte Vorstellung heißt, eine gute Gesellschaft ist eine Gesellschaft starker Einzelner. Und Politik bedeutet, die Einzelnen zu stärken, in ihren Möglichkeiten, ihre Interessen wahrzunehmen, über Bildung sich Kompetenzen anzueignen und ihre Artikulationsfähigkeit herauszukitzeln. Und viele, viele Leute in den westlichen Gesellschaften sind der Meinung, auch starke Einzelne werden sich nicht retten können. Das ist eine große Illusion gewesen, der wir 30 Jahre lang aufgesessen sind. Und es gibt jetzt ein neues Phänomen, das ist quasi eine Art von Rückwendung oder eine Hinwendung von dem starken Ich zu dem möglicherweise noch stärkeren Wir gibt. Und dieses Thema wird im Augenblick eher von der Rechten aufgegriffen und nicht von der Linken. Das heißt, wir haben eine Art von Solidaritätsvakanz auf der Linken und ein starkes Solidaritätsmotiv auf der Rechten. Wichtig ist jetzt, dass diese Solidaritätsbesetzung von rechts immer die Idee einer exklusiven Solidarität ist. Das ist die Solidarität für uns und nicht für die. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Motiv, wenn man es jetzt mal ein bisschen wiederum in so einer Alltagssprache ein bisschen psychologisch sagen wollte. Es ist eine wahnsinnige Sehnsucht nach Solidarität in unseren westlichen Gegenwartsgesellschaften. Kann ich vielleicht einen Punkt? Jetzt ist aufgefallen, Christian Kern, Sie haben von Rechtspopulismus sehr stark jetzt in Ihrem Statement gesprochen. Und die Frage, die sich jetzt auch hier erhebt, Frau Priester, gibt sich da auch einen Populismus von links? Wenn man sich die Debatte rund um CETA, um die Freihandelsabkommen anschaut, und es gibt jemanden wie Chantal Mouffe, die belgische Politikwissenschaftlerin, die sagt, es ist gut, und als Antwort auf den Neoliberalismus brauchen wir auch linken Populismus. Ich sehe in Europa kaum solche Bewegungen. Man kann die griechischen Partei Syriza oder dieses Parteienbündnis dazu rechnen, die spanische Partei Podemos und in Frankreich den Parti de Gauche. Das ist eine kleine Partei, die sich auch in einem Bündnis zusammengeschlossen hat, im Front de Gauche aus Kommunisten und eben ehemaligen Sozialisten. Was haben die gemeinsam? Oder was ist auch die Verbindung jetzt zu einer Theoretikerin wie Chantal Mouffe? Chantal Mouffe hat einen Punkt sehr richtig gesehen oder hervorgehoben, weil gesehen haben das auch andere. Sie hat gesagt, in westlichen Ländern wird eine zu starke Konsenspolitik gemacht. Die Mainstream-Parteien sind sich zu einig. Es gibt keine wirkliche Alternative mehr. Es gibt keine wirkliche Opposition mehr. Und insbesondere dann zeigt sich diese Art von Einheitspolitik, wenn große Koalitionen über lange Perioden hin, über mehrere Wahlperioden hin an der Macht sind. Und ich denke, damit hat sie einen Punkt getroffen, über den man durchaus diskutieren sollte. Sind die westlichen Demokratien eigentlich noch aufgestellt, dass wir eine wirkliche Alternative haben, wenn wir zwischen einer konservativen und einer sozialdemokratischen Partei
wählen? Oder ist das im Grunde Jacke wie Hose? Das Zweite, die sogenannten linkspopulistischen Parteien, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, sind alle, also insbesondere Podemos in Spanien, aus einem Volksprotest entstanden, aus den sogenannten Entrüsteten, den Indignados. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen, weil eigentlich mit solchen, spontanen Entrüstungsbewegungen Populismus beginnt, und zwar auch linker Populismus. In Spanien richtete er sich ja auch gegen die europäische Finanzkrise. Seit 2008 ist das ein großes Thema, wohingegen die Immigration in Spanien, auch weil sie die Grenzen gut geschützt haben, muss man vielleicht auch dazu sagen, kein so großes Thema ist. Diese Partei ist noch sehr jung und man kann im Moment gar nicht sagen, wohin sie sich entwickeln wird. Es sind zwei große Linien da, die Hauptlinie, vertreten durch den Parteivorsitzenden Iglesias, also Pablo Iglesias, sagt, wir müssen eine neue Art von Politik machen, die Basisbewegung, die Straße, die Bewegung der Menschen, die Bürgerinitiativen und so weiter aufnimmt, und wir als Partei wollen deren Katalysator sein. Erstmal so weit. Ja. Jan Werner Müller, Sie sind in dem Punkt anderer Ansicht auch als Frau Priester. Sie sagen, Syriza und Podemos sind eigentlich keine populistischen Parteien, wiewohl Podemos sich als solche bezeichnet. Warum entsprechen die Ihrer Definition nach nicht einer populistischen Linkspopulismus ist kein Widerspruch in sich. Das wird ja zum Teil behauptet, dass man sagt, links ist immer gut, Populismus immer schlecht, ergo, das kann gar nicht zusammengehen. Aber Chavez zum Beispiel war aus meiner Sicht eindeutig ein Populist. Es kam irgendwann der Punkt, wo man nicht mehr anderer Meinung sein durfte als Chavez, ohne sich sofort als Verräter bezeichnen lassen zu müssen. Oder als Faschist, ein Wort, oder das er auch gerne verwendet hat. Teil der globalen Weltverschwörung, was auch immer. Ich denke nur, dass wenn man heute so diese Symmetrie suggeriert und sagt, na ja, da gibt es halt Marine Le Pen auf der Rechten und dann Podemos und Syriza auf der Linken oder auch in den USA, Trump auf der Rechten, Sanders auf der Linken, dann steckt man da Leute in eine Kategorie, entweder aus, mit Verlaub, Denkfaulheit oder zum Teil vielleicht auch aus ideologischen Motiven. Also gerade wenn EU-Repräsentanten dann sagen, der Populismus ist so gefährlich und die sind übrigens auch irgendwie alle gegen Europa, dann sagt man etwas über Bewegungen wie Podemos und Syriza, die eben nicht wie Marine Le Pen sind. Die sind nicht per se gegen Europa oder gegen die Europäische Union, die wollen nur ein anderes Europa. Und man möchte sie in gewisser Weise damit diskreditieren. Ich sehe bei diesen Bewegungen nicht diesen grundsätzlichen Antipluralismus. Und ich würde vor allem auch unterstreichen, dass auch wenn man deren Politik nicht gut findet, muss man ja nicht. Man kann ja auch sagen, horrend naiv in der Wirtschaftspolitik oder was sie da für Ideen haben über direkte Bürgerbeteiligung, finde ich alles naiv. Kann man ja alles meinen. Aber in gewisser Weise, denke ich, sollte man auch es so sehen, dass entgegen dem, was ja häufig auch behauptet wird, überall in Europa Krise der Repräsentation. Guck mal, Spanien, Griechenland und so weiter. Diese Bewegung eigentlich genau das Gegenteil zeigen. Früher konnte man sagen, es gibt nur die, wie in Griechenland und Spanien, zwei dominante Parteien, die mehr oder weniger die gleiche Politik machen. Postdemokratie mit diesem verkürzten Ausdruck. Jetzt plötzlich, seit es Syriza und Podemos gibt, kann sich der wahre Konflikt in diesen Gesellschaften, sehr verkürzt gesagt, Austerität gegen Anti-Austerität, im System abbilden. Und plötzlich können Leute sagen, es gibt Alternativen, ich habe Wahlmöglichkeiten und ganz, ganz wichtig, die Bürger sind auch bereit, sich mit dem Ergebnis abzufinden. Denn wenn sie vielleicht meinem Ansatz zu Populismus etwas abgewinnen können, haben ja wirkliche Populisten per se immer ein Problem damit, dass sie einerseits sagen, wir und nur wir vertreten das wahre Volk und dann gewinnt man aber keine Wahl. Das kann ja gar nicht sein, dass beispielsweise die Haute-Volée gegen die Menschen gewinnt. Die Menschen sind doch viel mehr. Das kann doch gar nicht richtig sein. Deswegen ist da immer also sehr schnell, Zitat aus dem sehr schnell sozusagen der Verdachtsmoment dann, naja, vielleicht haben die Eliten da irgendwas hinter den Kulissen manipuliert oder unser Wahlsystem sozusagen hilft nur der Oligarchie. Das würden Populisten typischerweise sagen. Und diese braven Podemos-Anhänger machen ihr Kreuzchen,
gehen wieder nach Hause, warten auf die nächste Wahl. Und das ist alles völlig normal demokratisch. Wen Sie aber ganz klar als Populisten einschätzen, ist Christoph Blocher, den Chef von Roger Köppel. In einem Interview mit dem Tagesanzeiger haben Sie gesagt, er ist ein außerordentlich erfolgreicher Populist. Herr Köppel hat sich vorhin ganz klar davon distanziert, er sei kein Populist. Wie sehen Sie ihn? Wie sehe ich wen? Bei den Herrn Köppel, beim Herrn Blocher haben Sie ja schon eine klare Einordnung vorgenommen. Also ich scheue mich als Demokratietheoretiker, jetzt so der Frequent Flyer-Theoretiker zu sein, der jetzt in jedes Land reist und sagt, ach, bei euch ist es der und bei euch ist es wiederum der und so weiter und da so Noten vergibt. Also jeder kann sich ja vielleicht selber überlegen, was ein Satz wie Schweizer wählen SVP vor dem Hintergrund meines Ansatzes bedeuten könnte. Herr Bode oder Frau Priester, ist für Sie die SVP eine populistische Partei? Ja. Es ist, vielleicht kann ich es einmal im Umweg über die AfD machen. Und das ist ein interessanter Punkt, wo ich glaube, Sie sagen sehr viel Richtiges, Herr Köppel. Also das ist, und es gibt wahrscheinlich so eine mittlere Position zwischen Herrn Kern und Ihnen bei mir, wenn ich mir die AfD anschaue. Die AfD, bei der AfD in Deutschland, die, keine Sorge, die wird nicht mehr als über 7% bei der Bundestagswahl kommen, also man muss nicht zu aufgeregt sein, das ist alles halb so wild, hat eigentlich im Grunde drei Bestandteile. Und das ist eben das Amalgam, was gefährlich sein kann. Das glaube ich nun schon. Das eine, die eine Frage, die mit in der AfD eine Rolle spielt, ist die Frage einer Redefinition des Konservatismus. Machen Sie sich das klar, wenn ich Ihnen das kurz über die Bundesrepublik sagen darf, die CDU nach Angela Merkel wird in größere Probleme sein, sich selber zu definieren, als die SPD nach Gerhard Schröder. Da bin ich fest von überzeugt. Das heißt, da muss es jetzt eine Partei geben, die die Frage des Konservatismus neu behandelt, die irgendwie da diese Themen. Das ist in der AfD ein Thema. Das zweite Thema, was eine große Rolle spielt, ist Nazi-Quatsch. Höcke gehört zur AfD und das ist konstitutiv für die AfD. Für die AfD ist konstitutiv ein ziemlicher, furchtbarer Nazi-Quatsch. Und irgendwie, und die sind da irgendwie auch nicht von zu befreien von ihrem Nazi-Quatsch. Wenn sie sozusagen, das, da wird dieses Konservative wird immer mit dieser Frage zusammengedacht. Und das Dritte ist, und das stimmt, die AfD spricht auch ein paar wichtige und richtige Dinge an. Und das ist jetzt die interessante Mischung. Wenn Sie das haben, also da sind richtige, quasi ist eine Informationsquelle des politischen Systems, ist diese Partei, spricht ein paar wichtige Punkte an, die sicherlich mit der Frage der Renovierung des Asylrechtsparagrafen in Deutschland zusammenhängt, die wahrscheinlich kommen muss. Das ist bei der AfD ein Thema, ein sachlich wichtiges Thema, über das man reden muss. Es ist ein Thema, das Konservatismus neu durchwuchert. Ich bin kein Konservativer, ich sehe das. Es ist ein Thema, die Konservativen müssen ihre politische Botschaft neu durchdeklinieren, ist ein wichtiges Thema. Wenn man das jetzt alles von dem Nazi-Quatsch befreien könnte, wäre es alles ganz gut. Aber der ist immer dabei, der Nazi-Quatsch. Und das ist das Problem, bei Blocher ist schon auch, jetzt, ich rede nicht über Sie, sondern bei Blocher ist schon auch dieses, die können die ganze Performance von Blocher nicht erklären, wenn sie nicht diese Idee, ich meine, er ist selber so ein sozialer Aufständiger, interessanter Typ, der Blocher eigentlich. Und es ist immer auch dieser Tank des Ressentiments drin. Das tut mir leid. Es ist auch beim Blocher drin. Es ist kein freier Mensch, der freundlich ist. Es ist ein selbstvergifteter Aufsteiger, der sagt, warum, ihr könnt doch auch alle aufsteigen, schaut mich an. Also Herr Bude, können Sie das bestätigen? Ja, nein, das kann ich jetzt also wirklich nicht bestätigen. Also Herr Bude, mit allem Respekt. Ja. Also diese psychoanalytische Ferndiagnose, die kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Ein Blocher, um jetzt von ihm zu sprechen, ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, okay, in unterschiedlichen Lebensphasen. Und jetzt, wenn man den Begriff, wie gesagt, ich verwende diesen Begriff des Populismus nicht, weil der ist zu breit, wird der heute verwendet. Aber wenn ich den
die Dudenbedeutung des Begriffs Populismus jetzt nehme. Und ich nehme jetzt mal diesen Begriff ernst. Aber wir sollten eigentlich über die Themen dieser Leute sprechen, nicht über das Thema. Aber gut, Populismus im Duden, da ist der erste Satz, das ist eine opportunistische politische Haltung, Wendehalshaltung. Also ein Populist ist nach meinem Verständnis, als ich in den 90er Jahren diesen Begriff in meinen Artikeln noch verwendet habe, ist eigentlich der Populist der klassische politische Schlangenölverkäufer. Der erzählt diesem Publikum, jetzt vor einem bildungsbürgerlichen Publikum im Burgtheater, hänge ich den Bildungsbürger raus mit vielen Fremdwörtern, spreche ganz anständig und vorsichtig. Wenn ich vor linkem Publikum rede, bin ich links. Und wenn ich vor einem rechten Publikum rede, bin ich rechts. Ich will gefallen um jeden Preis, um die Macht zu erringen, verspreche alles und halte nichts. Frau Priester, wir sollten am Schluss noch die Ausgangsfrage beantworten, ob wir in einem populistischen Zeitalter leben. Ihre Einschätzung dazu? In einer Langzeitanalyse kann man zeigen, dass populistische Bewegungen oder Parteien immer in einem Zyklus von etwa 20 Jahren hochgekommen sind, ausgelöst durch bestimmte Probleme, die ich schon genannt habe, vor allem EU und Immigration. Und dass sie dann aber relativ schnell weg waren, wenn es ihnen nicht gelungen ist, sich sozusagen zu einer Volkspartei zu mausern. Und das, denke ich, ist beim Front National der Fall. Und das ist eine ganz große Gefahr. Aber das hat auch sehr spezielle französische Gründe und Hintergründe. Jan-Werner Müller, sind wir jetzt in der Phase absteigen, die Populisten sind am absteigenden Ast. Einige vertreten ja die These, die Zeit schreibt diese Woche. Die Abwärtsbewegung hat schon massiv eingesetzt und begründet das mit dem Verhalten von Trump, der Wahl in Österreich, in den Niederlanden. Teilen Sie diese Ansicht? Ich sage etwas, das Sie hoffentlich gerade auf einer Veranstaltung des Standard nicht als billige Medienschelte missverstehen oder wenn nur auf die Zeit beziehen und nicht auf sich. Ende vergangenen Jahres hieß es ja überall, Zeitalter des Populismus, eine Welle, erst mit Brexit, dann Trump und so weiter, rollt über die ganze Welt oder wie Nigel Farage, dem was mit der Welle irgendwie zu klein war, sich ausdrückte, ein Tsunami, genau, der jetzt überall die Eliten wegspült. Dieses Bild, was ja auf den ersten Blick wie eine neutrale Wirklichkeitsbeschreibung aussehen kann, ist aber selber die Sprache der Populisten. Damit übernimmt man ja schon die Deutung, überall erhebt sich das Volk gegen die Eliten. Noch wichtiger, was bei diesem Bild schon völlig fehlte, war Folgendes. Nigel Farage hat ja mit Verlaub den Brexit nicht eigenhändig herbeigeführt. Er brauchte seine sehr, sehr etablierten konservativen Verbündeten. Leute wie Boris Johnson oder Michael Gove, der Mann, der berühmterweise gesagt hat, dieses Land hat genug von Experten, der interessanterweise aber selber der große Intellektuelle bei den Tories war. Also es brauchte einen Experten, um den Leuten zu sagen, Leute, glaubt das mal nicht wirklich mit der Expertise. In den USA, braucht man eigentlich gar nicht erst sagen, ist Donald Trump ja nicht als Kandidat einer neuen Graswurzel-Protestpartei von Wutbürgern zum Präsidenten geworden, sondern als Vertreter einer sehr etablierten Partei, der auch den Segen von sehr etablierten Konservativen wie Rudy Giuliani und gewichtigen, buchstäblich Leuten wie Chris Christie brauchte. Was im Übrigen auch die Wahl immer noch am besten erklärt. So banal das klingen mag, es war die Tatsache, dass 90% derjenigen Bürger, die sich selber als Republikaner identifizieren, dass die Trump gewählt haben, die das Ergebnis vom 8. November bestimmt haben. Mit anderen Worten, wenn er nicht Republikaner gewesen wäre, wäre er ganz sicher nicht Präsident. Soll heißen, bis heute ist in Westeuropa und Nordamerika kein einziger Rechtspopulist aus eigener Kraft irgendwo zum Erfolg gekommen, ohne, um es mal sehr deutlich zu sagen, die Kollaboration von konservativen Eliten. Zweiter Punkt. Am 16. März, am Tag nach der niederländischen Wahl, hieß es sofort, jetzt leben wir aber im postpopulistischen Zeitalter. Alles hat sich gedreht. Entwarnung. Und damit übersieht man genau den Punkt, den Herr Kern schon angesprochen hat. Ja, der offizielle Populist hat verloren. Aber die Inhalte dieses Populisten sind von Mark Rutte angenommen worden. Also etwas näher betrachtet, könnte man sagen, Moment, in gewisser Weise hat er ja doch sozusagen seine Vorstellungen umsetzen können. Und wir haben ja schon genug Beispiele erlebt,
von Ländern, wo sich so peu à peu das ganze Spektrum in diesem Fall nach rechts verschoben hat, Niederlande sowieso schon, aber auch Dänemark. Und irgendwann kam man davon gar nicht mehr zurück. Und irgendwie ist es auch undemokratisch. Würden Sie auch denn Österreich keine Mehrheit hat das zählen? Ja jemals sozusagen autorisiert. Würden Sie da auch Österreich dazu zählen, zu diesen Ländern? Ja, das, Österreich war ja im Grunde schon der erste Fall, wo diese auch von Marine Le Pen vertretene Domino-Theorie nicht funktionierte. Da ist das Domino ja auch schon nicht gefallen. Und Sie wissen das alle viel besser als ich, als Außenseiter aus Deutschland. Aber ich würde mir schon vorstellen können, dass, obwohl die ÖVP sich ja, wie soll man sagen, eher neutral verhalten hat, die Initiative von vielen Bürgermeistern auf dem Land, die den Leuten sehr klar gesagt haben, ihr könnt den Hofer nicht wählen, dass das schon sehr wichtig war. Und im Grunde ja auch wiederum dieses Bild schwächt, wo man inzwischen ja schon sehr oft zum Teil sehr defatistisch sagt, naja, okay, die Städte bleiben noch beim liberalen Kosmopolitismus, das sind sowieso alles fleischhassende, autohassende Bobos, die sind bei denen, aber das Land ist längst verloren. Und das stimmt ja da schon nicht mehr. Nur vor dem Hintergrund würde ich auch noch mal sagen, dass man, also wenn man sich über solche Fragen heute Sorgen macht, nicht nur immer isoliert auf die Populisten schaut, sondern, sehr deutlich noch mal gesagt, auch auf die, die sie decken. Morgen wird, wenn Sie mir diesen polemisch-appellativen Satz noch verzeihen, morgen wird in Budapest über ein Gesetz abgestimmt, mit dem eine bestimmte Universität aus politischen Gründen geschlossen werden soll. Die Europäische Volkspartei deckt bis heute ihren Parteifreund Viktor Orban, der ist bis heute in der Europäischen Volkspartei, obwohl er de facto ein Rechtspopulist an der Macht ist, dessen Inhalte mit christdemokratischen Ideen längst nichts mehr zu tun haben. Heinz Bude, Ihre Antwort auf die Frage, leben wir in einem populistischen Zeitalter? Ich glaube, es gibt zwei Fragen, die man sich ernsthaft stellen muss, die der Bundeskanzler schon angesprochen hat. Wir werden in allen Gesellschaften nach den Orten der sozialen Verzweiflung suchen müssen. Wir müssen wissen, wo sind die Orte der sozialen Verzweiflung in unseren Gesellschaften. Und wir werden uns nach den Ressourcen der Selbstachtung fragen müssen. Denn das ist das große Thema, soziale Verzweiflung und fehllaufende Selbstachtung. Und das ist eine immense politische Herausforderung, das zusammenzubringen. Das ist ein Riesenprogramm. Wenn das nicht angegangen wird, glaube ich schon, dass die Polarisierung des politischen Raumes, die stattgefunden hat. Ich denke nur daran, dass eine der glorreichsten sozialdemokratischen Parteien, erlauben Sie mir das, Europas, nämlich die Partei der Arbeit, in den Niederlanden auf 6% herabgegangen ist, durch die Polarisierung des politischen Raumes. Und ich fürchte, wir haben aus strukturellen Gründen mit einer episodischen Polarisierungsgeschichte zu tun, die immer wieder auftauchen kann. Herr Köppel? Leben wir im Zeitalter des Populismus? Nein, ich wage hier ein verhalten optimistisches Fazit. Ich sage, es gibt berechtigte Anliegen der sogenannten Populisten. Da hat man jahrelang gemauert und jeden in die Ecke geschoben, der auch mit diesen Anliegen, man durfte das gar nicht sagen, also ich finde übrigens, Blocher hat nicht nur Unrecht, also vielleicht auch die FPÖ in Österreich, dass man die Grenzkontrollen machen sollte, Burka-Verbot, ist ja glaube ich neuerdings auch in der Regierung von Österreich mehrheitsfähig. Es findet ja offenbar auch ein Lerneffekt und eine Abrüstung der Fronten statt. Man übernimmt diese Anliegen und schwächt dadurch die Populisten. Ich stelle die Prognose, in Europa wird in diesem Jahr die Kirche im Dorf bleiben. Wir haben es jetzt schon gesehen. Wir sehen keinen Durchmarsch von Herrn Wilders, auch wenn Mark Rutte verwildert. Wir sehen in Frankreich, glaube ich nicht, dass eine Frau Le Pen mit ihrem sozialnationalistischen Programm durchmarschiert. Ich glaube auch nicht, dass Herr Höcke mit seiner AfD die absolute Mehrheit nimmt. Ich glaube, Frau Merkel, die ich persönlich bewundere, wird die Wahlen gewinnen in Deutschland, weil sie eben bestimmte Anliegen dieser ganz schlimmen, bösen Populisten aufnehmen, eben die vernünftigen Anliegen, die vielleicht zwielichtige Leute übernehmen. Und wem diese Anliegen nicht passen, Herr Professor Müller, ja, dann widerlegen Sie die Anliegen und sagen Sie, wir sollten offene Grenzen haben, wir sollten weniger Asylkontrollen machen, wir sollten und so weiter. Das können Sie machen. Am Schluss stimmt man ab und dann ist Demokratie und dann geht es weiter. Herr Kern.
Ja, also ich würde mich, was den Optimismus betrifft, auf die Seite des Herrn Köppel stellen wollen, weil ich denke, dass mit dem Brexit oder spätestens der Wahl Trump das Momentum tatsächlich gebrochen ist, weil ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist sichtbar geworden, wenn du Rechtsdemagogen wählst, bekommst du rechtsdemagogische Politik in allen Ausprägungen. Das heißt, das ist kein Spiel, das ist kein simpler Protest. Da stellen wir plötzlich fest, dass der bereit ist, die Gesundheitsversorgung der Mittelschicht abzuwracken, dass der bereit ist, den Verteidigungsetat inklusive Atomwaffenarsenal auszuweiten zulasten der Entwicklungshilfe. Da stellen wir fest, erst gestern, dass der bereit ist, Kohlekraftwerke zu promoten, um zu beweisen, dass Klimawandel eine Illusion ist. Also ich glaube, das sitzt mittlerweile, das ist verstanden und ich glaube, das wird sich da durchaus weiter fortsetzen. Der springende Punkt ist aber schon, und der Herr Köppel und ich haben da so einen kurzen Seitentratsch gehabt, wie Sie auf den Herrn Farage hingewiesen haben. Der springende Punkt, und das möchte ich noch einmal betonen, ist aber, was passiert mit der Art und Weise, wie der Politik gemacht und gedacht wurde, im Zentrum unserer Gesellschaft, im Zentrum des politischen Spektrums. Und ein Farage wäre undenkbar ohne einen David Cameron und einen Boris Johnson gewesen. Und das muss man ganz klar sagen, dass es da hier eine Bewegung in dem Spektrum geht, wo dieses Hinterherlaufen hinter diesen Bällen, die da ins Spielfeld geworfen wird, erst recht wiederum zu den Konsequenzen führen kann, die wir eigentlich vermeiden wollen. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man eine Flamme nicht mit Kerosin versucht zu löschen. Und der letzte Punkt bei der Geschichte, wir haben sehr viel über die Populisten diskutiert. Ich bin ein großer Anhänger, weil Sie gesagt haben, stolze Parteien. Meine hat eine 127-jährige Geschichte und in dieser Geschichte waren wir immer nur dann erfolgreich, wenn wir uns an die Spitze der Veränderung gestellt haben. Aber was heute passiert, ist, dass wir erleben, dass im Zentrum des politischen Spektrums, das ist kein Motor der Veränderung mehr, das ist kein Katalysator für Veränderung, da entsteht so eine interessante Selbstgenügsamkeit, die man halt durch intensivierte PR-Aktivitäten versucht zu kamuflieren. Das halte ich für einen ganz dramatischen Punkt, weil früher war es logisch, wir wollten in Macht und Verwaltung kommen, um die Welt besser oder gerechter zu machen. Heute ist oft und zu Recht das Gefühl, der Macht und Verwaltung ist schon das ultimative Ziel an sich. Und ich glaube, erst dann, wenn man wieder in der Lage ist, das zu beweisen, dass progressive politische Kräfte die Veränderung wollen, im Interesse der Mehrheit der Menschen, der Bevölkerung, dann wird auch dieses Populismusphänomen sich relativieren. Ich glaube, wir haben einen breiten Bogen gespannt zum Thema Populismus, das Phänomen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, wissenschaftlich, aber auch praktisch. Ich hoffe, Sie konnten einige Ideen, Ansätze, Gedanken mitnehmen, nach Hause nehmen. Ihnen danke ich dafür, dass Sie Ihre Beiträge geleistet haben und uns hoffentlich auch gedanklich etwas weitergebracht haben an diesem Vormittag, Mittag, Sonntag. Es ist so, dass wir außertourlich noch einmal Europa im Diskurs in diesem Jahr haben. Wir werden das Thema Religion und Politik außerplanmäßig im Herbst nochmal diskutieren hier auf der Bühne und Sie werden zeitgerecht informiert werden, wer dann auch die Teilnehmer sind. Und nachdem wir das auch das 10. Jahr schon machen, ich danke Ihnen für das rege Interesse und auch die vielen Rückmeldungen, die ich immer wieder persönlich kriege. Und die gute Nachricht zum Schluss, wir machen nächstes Jahr auch weiter. Ja. Herzlichen Dank. Ja, danke.